Dies ist die Geschichte eines unkonventionellen Mannes, der die ganze Welt bereist hat. Zu Land, zu Wasser und in der Luft. Er wird getrieben von einer ungewöhnlichen Leidenschaft, nämlich die besten Cannabisarten aufzuspüren und sie mit aller Welt zu teilen. Ich jage neue Sorten und mit die besten wachsen in Malawi. Dieser Mann ist Arjan Roskamp, ein 50-jähriger Holländer. Er filmt seine Suche nach dem perfekten Cannabis. Viele halten ihn für einen Drogenhändler, doch das stört ihn nicht. Er provoziert gern. Marihuana, soweit das Auge reicht. In Frankreich stehen Schlösser auf Weinbergen. In Italien Villen in Olivenhainen. Hier sieht man schöne Häuser zwischen Marihuana-Feldern. Warum ist das illegal und Alkohol, an dem in Frankreich jedes Jahr 15.000 Menschen sterben, nicht? Arjan Roskamp ist kein größenwahnsinniger, exzentrischer Kiffer. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich ein einzigartiges Imperium aufgebaut hat. Seit seinem 30. Geburtstag ist er als König des Cannabis bekannt. Diesen Spitznamen haben ihm einige Promis gegeben. Respekt to the Max. Mörderrespekt. Keine Frage, dieser Typ ist echt der König des Cannabis. Heute führt Arjan Roskamp eine Kette von Coffeeshops in Holland und ist zu einem Idol von Marihuana-Liebhabern geworden. Bei seinen Auftritten wird er umjubelt und seine Produkte wurden vielfach ausgezeichnet. Ich danke meinem Manager und meinem Team. Er wollte immer die Nummer 1 sein. Er träumte von einer olympischen Goldmedaille. Als sich das zerschlug, wollte er der Superstar des Marihuanas werden. Er will der erste Marihuana-Millionär oder Milliardär werden. Doch über sein Vermögen und seine Person weiß man wenig. Sie bleiben ein Mysterium. Das ist alles streng geheim. Ich weiß alles, aber ich darf nichts verraten. Er ist wie ein gefallener Stern. Er landete in Amsterdam und erleuchtete die Coffeeshop-Szene. Ist doch egal, wo er herkommt. Vielleicht ist er ein Außerirdischer. In Holland wurde Arjan Roskamp nie von der Polizei behelligt. Doch in fast allen anderen Ländern gilt sein Geschäft als illegal und würde hart bestraft. Wie konnte er also sein Imperium aufbauen? Wie wurde aus einem Unbekannten der König des Cannabis, einer Substanz, die fast überall auf der Welt verboten ist? Wir haben einige seiner Mitarbeiter befragt und Menschen, die seinen kometenhaften Aufstieg miterlebten. Am Ende konnten wir sogar den König des Cannabis selbst interviewen. Dies ist das Porträt eines cleveren Unternehmers, der moderne Marketingmethoden auf den Drogenhandel anwendet. Immer am Rande der Legalität. Als Arjan Roskamp zum ersten Mal von sich reden machte, war er 25. Über sein Leben vor dieser Zeit ist wenig bekannt. Und genau so will es Arjan. Der heute 50-Jährige gibt nur selten Fernsehinterviews. Er spricht ungern über sein umstrittenes Geschäftsmodell oder seine Kindheit. Ich halte mich nicht für mysteriös.
Ich bin in Afrika aufgewachsen. Seit ich 7 war, musste ich mich ganz allein durchschlagen. So etwas macht einen härter. Man arbeitet härter, man geht mehr Risiken ein. Später zog ich nach Asien. Ich habe in 12 Ländern gelebt. Über sein Elternhaus und seine Schulzeit konnten wir wenig in Erfahrung bringen. Doch eines ist sicher. In den 80er Jahren kehrte Arian in seine Heimat Holland zurück. Zu dieser Zeit verwandelte sich Amsterdam gerade von einer ruhigen Stadt, berühmt für ihre Kanäle, ihre Radwege und ihre romantische Atmosphäre, in eine weltweite Besonderheit. In bestimmten Stadtvierteln öffneten eigenartige Läden, sogenannte Coffeeshops, die Drogen wie Haschisch oder Magic Mushrooms verkauften. Es war eine revolutionäre Entwicklung, die von den Behörden toleriert wurde. Holland hatte die liberalste Drogenpolitik weltweit. Bernard Bruning, Besitzer des ältesten Coffeeshops in Amsterdam, erinnert sich noch genau an die Anfänge. Wir hatten kein Schild, auf dem Coffeeshop stand, und auch kein Bild von einem Cannabisblatt oder sowas. Von außen konnte man nicht erkennen, dass es bei uns Marihuana gab. Wir waren ziemlich diskret. Die meisten Coffeeshops waren düster mit kleinen Fenstern. Draußen gab es Neonreklamen und drinnen lief Reggae. Sie entsprachen genau dem Klischee. Die meisten Leute denken bei Coffeeshops an finstere, zwielichtige Läden. In dieser Szene versuchte Arian Roskam, sich einen Namen zu machen. Er hatte ein ganz klares Ziel. Er wollte den Haschischmarkt erobern. Haschisch ist das braune Harz der Cannabispflanze. Arian wollte ein neues Produkt einführen. Gras oder Marihuana, das er von seinen Reisen mitgebracht hatte. Um es an den Mann zu bringen, erzählte er eine unglaubliche Geschichte. Ich war noch sehr jung, als ich in den Bergen von Thailand mit dem Rucksack wandern war. Dort lernte ich zum ersten Mal Cannabis kennen. Ein Arzt, der sicher Ende 70 war, heilte Heroinabhängige mit Marihuana. Damals dachte ich, der Typ spinnt. Ich war eben erst 17. Ich blieb eine ganze Woche und sah ihm zu. Zum Abschied gab er mir Samen und sagte, sie würden in der Zukunft Regierungen stürzen. Sie seien sehr mächtig und gut. Mit Hilfe von Botanikern veränderte Arian dieses Marihuana im Labor. Er wollte eine Pflanze mit einem hohen Anteil an THC erschaffen, dem berauschenden Wirkstoff in Cannabis. Der französische Suchtexperte Dr. Dibourg behandelt täglich Cannabiskonsumenten. Er sieht, welchen Schaden die konzentrierten Produkte bei ihnen anrichten. Sie machen stärker süchtig. Die Abhängigkeit von Cannabis ist in erster Linie psychologisch. Aber wir beobachten, dass Patienten, die regelmäßig Gras rauchen, vor allem konzentriertes Gras, Probleme haben aufzuhören. Sie leiden unter Schlaflosigkeit, sind reizbar und depressiv. Wenn man Cannabis mit hohem THC-Gehalt konsumiert, besteht ein großes Risiko negativer Reaktionen. Menschen, die ohnehin nicht fest im Leben stehen, haben oft schlechte Trips. Viele ziehen sich in sich selbst zurück und sitzen danach nur noch auf dem Sofa vor dem Fernseher. Davon ließ sich Arian Roskam nicht abhalten. Er bot seinen Super-Marihuana verschiedenen Coffeeshops an. Doch zu seiner Überraschung war niemand interessiert.
Die Händler waren nicht überzeugt von dem Marihuana. Sie sagten, wir können es ja mal versuchen, aber begeistert waren sie nicht gerade. Nach ein, zwei Monaten gaben sie mir meine Ware zurück und sagten, hier in Holland stehen die Leute eben auf Hasch, nicht auf Marihuana. Trotz dieser großen Enttäuschung gab der junge Mann nicht auf. Da die Händler nicht interessiert waren, entschloss er sich, sein Gras selbst zu verkaufen. In seinen eigenen Coffeeshops. Allerdings hatte er nicht viel Geld. Deshalb eröffnete er seinen ersten Coffeeshop 1992 in einem Arbeiterviertel, hier in der Tollstraat. Er hatte ein ganz neues Konzept, das ziemlich verwegen war. Er zeigte ganz offen, was bis dahin nur im Verborgenen stattgefunden hatte. Sein erster Laden hatte große Fenster und war schön eingerichtet. Die Atmosphäre war freundlich und es gab eine Speisekarte mit kleinen Gerichten. Mit dieser Strategie wollte Arian Kunden anziehen, die sonst nie einen Coffeeshop betreten hätten. Er verstand, dass man Cannabis attraktiver und glamouröser machen musste, wenn es gesellschaftsfähig werden sollte. Man musste den Status der Kiffer erhöhen. Das war ihm ganz klar. Und er setzte die Erkenntnis sehr gut um. Alles war ganz transparent. Man konnte von draußen sehen, was drinnen vor sich ging. Denn es war ja nichts, wofür man sich schämen musste. Im Shop konnten die Gäste Cannabis genießen und sich unterhalten. Joachim Helms führt einen von Arians Coffeeshops. Er begann dort als Barkeeper und weiß, wie sorgfältig das Konzept durchdacht war. Wir haben die ganze Inneneinrichtung selbst designt. Die Tische, die Lampen, alles im Laden war handgemacht nach den Entwürfen von Arian und seiner Frau Brenda. Das war ganz anders als bei den anderen Coffeeshops. Aber den entscheidenden Unterschied machte Arians enormes Marketingtalent. Er machte aus seinen Greenhouse-Coffeeshops eine Marke mit eigenem Logo. Es war die erste Marketingkampagne in der Welt des Cannabis. Damit veränderte er den Markt, der bis dahin nur eine kleine Nische für Hippies gewesen war. Jetzt wurde daraus ein Geschäft. Arian dachte, ich brauche den schönsten Coffeeshop und ein tolles Logo. Die anderen hatten so etwas selten. Ich denke, er hatte das alles im Vorfeld genau geplant. Er wollte der Beste sein. Arian wollte den Namen Greenhouse auch im Ausland bekannt machen, um den Umsatz anzukurbeln. Deshalb nahm er am Cannabis Cup in Amsterdam teil. Der Wettbewerb sollte ursprünglich in Frankreich stattfinden, wurde aber verboten, weil Drogen dort illegal sind und als gesundheitsschädlich gelten. Beim Cannabis Cup werden Preise für die besten Coffeeshops, die besten Züchtungen und das beste Haschisch verliehen. Dort findet man alles, das man rauchen kann. Dieser Event ist ein Muss für Kiffer. ...1993 öffnete die Veranstaltung ihre Türen zum ersten Mal nicht nur Fachbesuchern. Arian trat dort auf wie ein Rockstar. Er wusste, es war eine großartige Gelegenheit, sich zu präsentieren. Er wurde begleitet von Stephen Hager, dem Herausgeber des amerikanischen Magazins High Times, der Bibel für Marihuana-Fans in aller Welt. Stephen war auch Mitveranstalter des Events. Er erinnert sich noch gut an den Auftritt des Greenhouse-Chefs. Arian öffnete an unserem kleinen Stand eine Bar mit Freibier. Er verteilte es selbst an die Besucher. Er fragte mich, brauchst du irgendwas? Kann ich was für dich tun?
Wie kann ich dir helfen? Arian umwarb nicht nur die Besucher, sondern auch die Jury. Eine kluge Strategie. Arian war der Neue in der Branche. Ich hatte schon seit Jahren über den Cannabis Cup berichtet, aber damals sah ich zum ersten Mal Kleinbusse, die die amerikanische Jury durch die Stadt zur Location karten. Die hatte Greenhouse bezahlt. Ein schlauer Schachzug. Arian sagte zwar nicht direkt, stimmt für mich, sonst fahren wir euch nicht. Aber er machte der Jury die Entscheidung leicht. Mit den Bussen konnte man den Greenhouse Coffee Shop leicht erreichen. Und dort bekam man Geschenke. Einen hübschen Schal oder ein T-Shirt. Er gewann auch, weil er so irre nett war. Die Leute mochten ihn. So konnte er den Event dominieren. Greenhouse, die in diesem Jahr und sein Plan ging auf. Teilgenommen haben, gewannen sofort den Preis für den besten Coffeeshop. Und auch in bereits bei seiner ersten Teilnahme holte er sich den begehrten Titel. Es folgten noch viele weitere. Der 12. Sieg für Greenhouse. Sobald der Name Greenhouse fiel, geriet das Publikum in Ekstase. Durch diese Rede wurde Arian zum Star. Vielen Dank an meinen Manager und an mein Team. Vielen Dank an euch alle aus Japan, England, Italien und Spanien. Doch sein Sieg war nicht unumstritten, denn er hatte gewonnen, weil er einen Shuttle-Service für die Jury angeboten und die Gäste mit Geschenken bestochen hatte. Er hatte einfach am meisten Merchandising gemacht. Er hatte Baseballkappen verteilt und Joints ausgegeben. Arian wurde wegen seiner aggressiven Marketingstrategie angegriffen, vor allem beim Cannabis Cup. Er war ein starker Konkurrent und konnte sich gut verkaufen. Seine Strategie, die Jury zu umwerben, verärgerte seine Konkurrenten. Einige beschuldigten ihn, betrogen zu haben. Unser Boss will den Sieg und Arian auch. Aber der hat tausende Gulden ausgegeben, um zu gewinnen. Das ist unfair den anderen gegenüber. Die älteren Coffeeshop-Besitzer wissen ganz genau, dass sie keine Chance haben. Sie hassten und beneideten ihn. Wir waren gute Freunde. Deshalb sagten alle, er hat den Sieg nur dir zu verdanken. Aber das stimmte nicht. Wir taten sogar alles dafür, seinen Sieg zu verhindern. Wir änderten jedes Jahr die Regeln, um es ihm schwerer zu machen. Denn es ist nicht gut für den Event, wenn immer derselbe gewinnt. Es war wie ein Spiel zwischen uns. Ich versuchte anderen Kandidaten, den Sieg zu verschaffen. Aber Arian triumphierte immer wieder. Arian just kept winning. Er war einfach nicht aufzuhalten. Er kam sogar auf das Titelblatt der High Times. Das machte ihn in der Szene noch berühmter. He's an attractive man, so any. Er war ein attraktiver Mann. Mit ihm auf dem Titelblatt verkaufte sich das Magazin besonders gut. Von da an wussten alle in der Branche, wer er war. Sein Geschäft ging durch die Decke und er machte Millionen. Im Lauf von 20 Jahren gewann Arian 84 Cannabis Cup-Titel. Den High Times Cup zu gewinnen, hatte enorme Auswirkungen. Amerikanische Touristen kommen das ganze Jahr über nach Amsterdam. Nicht nur zum Cannabis Cup. Und wenn ein Coffeeshop 20 Preise abräumt, will man ihn besuchen. Durch den Sieg beim Cannabis Cup verdient man im folgenden Jahr ein paar Millionen mehr für den Verkauf von Samen. Das war Arians Geschäftsmodell. Er eröffnete einen tollen Coffeeshop, wo er gute Ware verkaufte, nahm am Cannabis Cup teil und lockte damit weitere Gäste an, die bei ihm Samen kauften. Ein Perpetuum mobile. Nach jedem Sieg brachte Arian eine weitere Trophäe nach Hause. Wieder Weltmeister! Er stellte sie in seinem Coffeeshop aus.
Er wurde zum Star mit einer Droge, die gesundheitsschädigend und in den meisten Ländern illegal ist. Und das war erst der Anfang seiner Karriere. Seine Siege ermöglichten es Arian, 1999 zwei weitere Coffeeshops in Amsterdam zu eröffnen. Einen im Rotlichtviertel und einen am Waterloo Plain, dem Zentrum der Geschäftswelt. Innerhalb kurzer Zeit eröffnete er drei Greenhouse-Coffeeshops, wo er auch Samen verkaufte. Das Geschäft brummte. Sie hatten viele prominente Gäste, vor allem während des Cannabis Cups. Alles entwickelte sich sehr schnell. Er wurde zu einem der größten Cannabis-Händler in Holland. In den nächsten 4 Jahren eröffnete er immer weitere Shops. Arians Ruhm lockte interessante Gäste in seine Läden. Amerikanische Stars wie der Hollywood-Schauspieler Woody Harrelson und die Band Cypress Hill waren die ersten, die die Greenhouses besuchten. Es war toll, dass Leute wie Woody Harrelson und Cypress Hill bei uns vorbeischauten. Sie wussten aus dem High Times Magazine, dass wir immer wieder den Cannabis Cup gewonnen hatten. Deshalb wollten sie unser Gras rauchen. Da es ihnen bei uns gefiel, empfahlen sie uns ihren Freunden. Und die kamen dann auch. Arian nutzte diese Chance. Er ließ sich mit den Prominenten fotografieren und lud weitere ein, wie zum Beispiel Rita Marley, die Witwe des legendären Cannabis-Rauchers Bob Marley. Er hat ein Talent für PR und weiß, wie man Leute für sich einnimmt und sie beeinflusst. Er war sehr gut vernetzt mit Organisationen und Firmen, die Festivals und Konzerte veranstalteten. Die meisten Stars, die dort auftraten, kifften gerne. Wenn sie in Amsterdam waren, wollten sie die Stadt sehen und Coffeeshops besuchen. Die Greenhouses waren die beste Wahl, denn dort wurden die Promis immer nett empfangen und konnten sich mit Arian fotografieren lassen. Im Laufe der nächsten Jahre besuchten viele Superstars Arians Coffeeshops. Eminem, Dennis Hopper, Mike Tyson, Alanis Morissette, 50 Cent und Lenny Kravitz wurden Stammkunden. All ihre Porträts schmücken seine Wall of Fame. Für diese Prominenten war Arian selbst ein Star. Die Hippie-Kultur der 70er und 80er Jahre war nicht länger cool und ließ sich nicht mehr verkaufen. Arian schwebte eine neue Art der Vermarktung vor. Er nutzte die Stars, die in seine Shops kamen, und meist für die Legalisierung von Cannabiswaren, um Werbung für sein Geschäft zu machen. Einer von ihnen, der amerikanische Rapper Busta Rhymes, überreichte ihm sogar eine Trophäe und sorgte damit für unbezahlbare Publicity. Er ist echt der Pate des Cannabis. Der König des Cannabis. Er hat krass viele Cannabis-Cups gewonnen. Ihr Penner habt ja keine Ahnung. Sowas kriegt man sonst nicht zu sehen. Ich sitze hier mit dem King selbst. Also gratuliert dem König des Cannabis. Das nenne ich königlich. Mörderrespekt. Keine Frage, dieser Typ ist echt der König des Cannabis. Arian war begeistert und machte diesen neuen Spitznamen zu seinem Pseudonym. Der Typ ist echt der König des Cannabis. Von da an nannten wir ihn so. Arian nutzte diesen Titel sofort, um sich weiter als lebende Legende zu inszenieren. Die 70-jährige Mila, eine Leitfigur der Cannabis-Szene, ist immer noch fassungslos.
Ich weiß noch, wie sich Arjen zum ersten Mal König des Cannabis nannte. Er brachte sogar eine kleine Puppe raus. Wir lachten uns tot. Er wollte immer die Nummer eins sein. Er träumte von einer olympischen Goldmedaille. Als sich das zerschlug, wollte er der Superstar des Marihuanas werden. Stars aus der ganzen Welt kamen ins Greenhouse, um sich mit dem King fotografieren zu lassen. Sie kamen rein und sagten, ich will den King treffen. Wesley Snipes fragte die Mädchen an der Bar, wo ist der King? Ich möchte ein Foto mit ihm machen, das ihr an die Wand hängen könnt. Immer mehr Promis wollten sich mit Arjen für die Wand fotografieren lassen, wenn sie in Amsterdam waren. Zu dieser Zeit war der König des Cannabis 31 Jahre alt. Er besaß 3 Coffeeshops und Dutzende von Trophäen. In Amerika war er ein Star. Doch beinahe hätte er alles wieder verloren. Ende der 90er Jahre geriet Holland in eine rechtliche Grauzone. Seine europäischen Nachbarn empfanden seine liberale Drogenpolitik als Bedrohung. Sie führten einen Krieg gegen Cannabis, das viele Experten als gesundheitsschädlich einstuften. Frankreich machte den Anfang. Präsident Jacques Chirac wollte die Drogenpolitik der Niederlande nicht mehr tolerieren. Der schärfste Kritiker der holländischen Haltung zu Cannabis war Frankreich. Chirac drohte mit einem Boykott niederländischer Produkte, wenn sie die Coffeeshops nicht schlossen. Jacques Chiracs Drohungen zeigten Wirkung. 1996 beschloss die holländische Regierung eine Verschärfung der Drogenpolitik. In einem Radius von 250 Metern um Schulen durfte kein Cannabis mehr verkauft werden. Für die Eröffnung eines Coffeeshops benötigte man nun eine Lizenz. Außerdem durfte ein Laden maximal 500 Gramm vorrätig haben und pro Person nicht mehr als 5 Gramm verkaufen. Es war ein schwerer Schlag für die Coffeeshops. Die Hälfte von ihnen musste schließen. Doch trotz der schwierigen Marktlage blieb der König des Cannabis optimistisch. Er expandierte sogar. Ich weiß noch, wie er einen seiner letzten Coffeeshops eröffnete. Die Leute waren erstaunt. Eine Menge Coffeeshops in Amsterdam hatten schließen müssen. Und er eröffnete einen neuen. Er machte sogar noch mehr Shops auf. Aber es war schwer, Lizenzen zu bekommen. Immerhin verlor er nie eine Lizenz. Und das ist ungewöhnlich. Wie kam es, dass Arjens Imperium florierte, während die Hälfte der anderen Coffeeshops schließen musste? Eine Erklärung ist sein Talent für PR. Arjen Roskam beschloss, die Türen seiner Läden für Politiker zu öffnen. Es ist immer klug, so transparent wie möglich zu arbeiten und die Leute einzuladen und ihnen alles zu zeigen. So schafft man Beziehungen. Das war immer Arjens Geschäftspolitik. Der Botaniker Franco Loya, Arjens rechte Hand, erinnert sich noch an die Verschärfung der Drogengesetze. Er sagt, Arjen hätte alles getan, um die Politiker zu beruhigen. Die Behörden sahen in Arjen immer mehr den Sprecher der Branche als den Besitzer von Coffeeshops. Er vertritt die Interessen der Coffeeshops seit Jahren und steht in direktem Kontakt mit dem Bürgermeister und dem Polizeichef. Er hatte nie Angst, sein Gesicht zu zeigen und offenzulegen, was in seinen Coffeeshops vorging. Er wollte alles so legal wie möglich haben. Ich glaube, die Behörden wissen das zu schätzen, denn es gibt nicht viele Leute mit dieser Einstellung. Die meisten in der Branche sind eher verschlossen. Sie mögen es nicht, wenn andere in ihren Geschäften herumschnüffeln.
Dennoch hatte Arian große Probleme. Er hatte immer mehr Kunden und brauchte immer größere Mengen Gras. Aber die Gesetze waren inzwischen sehr streng. Er durfte nichts importieren und nicht mehr als 500 Gramm vorrätig haben. Wenn Arian erfolgreich sein wollte, musste er diese Regeln umgehen. Das tägliche Geschäft in den Coffeeshops zu organisieren, ist schwierig. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Es war bescheuert. Arian wusste, dass die Behörden blufften. Er konnte seine Position nicht nur halten, er konnte seine Firma sogar vergrößern. Je nach Zeit und Ort sind die Probleme mal größer, mal kleiner. Aber es ist immer schwierig. Fast nirgendwo auf der Welt darf man Cannabis legal anbauen. Es ist also nicht leicht, unser Geschäft am Laufen zu halten. Die größte Schwierigkeit bestand darin, die Ware zu beschaffen. In den Niederlanden darf eine Person maximal 5 Cannabispflanzen besitzen. Aber Arian fand eine Lösung für dieses Problem. Er heuerte 150 Kleinproduzenten an, unter ihnen zahlreiche Bauern und Studenten. Viele Studenten quetschten sich zu viert in ein Zimmer und nutzten den Rest der Wohnung zum Hanfanbau. So finanzierten sie ihr Studium. Es heißt, Arian wurde nie von der Polizei verhaftet und hätte nie gegen das Gesetz verstoßen. Doch konnten diese Kleinproduzenten wirklich genug für seine Coffeeshops liefern? Woher bezog er sein Gras wirklich? Das lässt sich nicht nachweisen, doch eines ist sicher. Er heuerte einige Botaniker an, um die Cannabiszucht genauer zu erforschen. Wer seine Lieferanten waren, ist bis heute ein Geheimnis. Doch es gibt Spekulationen. Leute, die wie Arian unter diesen Marktbedingungen erfolgreich sind, wissen, wie man Schlupflöcher im Gesetz nutzt. In anderen Worten, sie haben eine offizielle Version über das, was sie tun. Aber eigentlich bewegen sie sich am Rande der Legalität. Wir haben zwar einen Verdacht, aber wir können nicht beweisen, dass Arian gegen das Gesetz verstoßen hat. In Holland darf man zu Hause ein paar Cannabispflanzen züchten, um lokale Coffeeshops zu beliefern. Man muss es nur offiziell machen. Es erscheint kaum glaubhaft, dass man auf diese Weise ein Imperium versorgen kann. Aber es gibt keinen Gegenbeweis. Während Anbau, Besitz und Verkauf von Cannabis in den meisten Ländern strafbar waren, erlaubten es die niederländischen Gesetze, Arian Roskamp davon zu leben. Doch das genügte dem Geschäftsmann nicht. Er wollte mehr. Er plante, auch in Ländern Filialen zu eröffnen, in denen Cannabis illegal ist. Dabei ging er große Risiken ein und verhielt sich sehr provokativ. Im Jahr 2000 lief es für Arian Roskamp, den Meister der PR, besser denn je. Er profitierte von einer technologischen Revolution, dem Aufkommen des Internet. Das Web erfasste immer mehr Lebensbereiche und das machte sich Arian zunutze. Ihm war klar, dass das Internet keine Ländergrenzen kennt. Und er eröffnete seinen ersten halblegalen Internetshop. Ich weiß nicht, ob er das beste Gras der Welt hatte oder ob er der König des Cannabis war, aber seine PR war perfekt. Er nutzte schon ganz früh soziale Netzwerke und er hatte bereits eine eigene Website, als das noch etwas Besonderes war. Über das Internet konnte Arian in alle Welt verkaufen. Aber ein Problem blieb. Marihuana war fast überall verboten. Seine Lösung? Er verkaufte nur noch die Samen, nicht mehr das Gras selbst. Auch wenn es überraschen mag, Cannabis-Samen gelten nicht als Drogen.
Man darf Cannabis-Samen besitzen, man darf sie nur nicht einpflanzen. Man kann behaupten, man hätte sie nur aus Holland mitgebracht, weil man Pflanzensamen sammelt. Diese Gesetzeslücke nutzen alle. Keiner muss Angst haben, Cannabis-Samen über das Internet zu bestellen. Die Leute schickten uns Umschläge mit Bargeld und ihren Adressen. Und wir schickten ihnen die Samen. Die sind in fast allen Ländern legal. Unsere einzige Regel war, keine Lieferungen in die USA oder andere Länder, in denen die Samen illegal sind. Wir lieferten nur in Länder, in denen man Samen besitzen darf oder in denen der Besitz zumindest nicht verfolgt wird. Diese Strategie eröffnete endlose Möglichkeiten, denn die Käufer mussten kein großes Risiko eingehen. Wenn der Zoll einen Umschlag mit 10 Samen öffnete, mussten sie nicht jahrelang ins Gefängnis. Und für den Verkäufer bestand auch kein Risiko, denn in seinem Land war er vom Gesetz gedeckt. Geschickterweise deklarierte Arian die Sendungen als Souvenirs. Er machte mit diesem Geschäftszweig große Profite. Für ein Päckchen mit 5 Samen verlangte er 20 Euro. Das war ein weiterer Affront gegen die Franzosen. Doch die konnten nichts gegen diese Praxis unternehmen. Sie war legal. Kommissar Clément Vives, der im Krieg gegen die Drogen eine führende Position einnimmt, muss zugeben, dass er keinerlei Handhabe gegen den Verkauf der Cannabis-Samen hat. Nicht nur in den Niederlanden, auch in den meisten anderen europäischen Ländern wie Deutschland, Spanien und auch Frankreich ist der Kauf, der Besitz und der Transport von Cannabis-Samen nicht strafbar. Arian Roskams Treiben wird in seinem eigenen Land geduldet. Deshalb kann ihn die französische Polizei nicht verfolgen. Kein Land ging gegen Arians Onlinehandel vor. Deshalb wagte er den nächsten Schritt und reizte die unklare Gesetzeslage noch weiter aus. Obwohl es in den meisten Ländern verboten ist, aus den Samen Cannabispflanzen zu ziehen, rief er genau dazu auf, ganz offen. 2006 wollte Arian wieder etwas Neues anbieten. Videoanleitungen für den Anbau von Cannabis. Mit ihm selbst als Dozent. Ich sagte zu Arian, stell das Video doch auf YouTube. Und er so, was ist YouTube? Und ich, wie kannst du das nicht wissen? Ich erklärte ihm, dass YouTube eine neue Website ist, auf die man Videos stellen und wo man sie ansehen kann. Und dass es die Plattform der Zukunft ist. Und er sagte, klar, wenn du meinst. Hi, ich bin Arian von der Greenhouse Seed Company. Arian verkaufte bereits Samen online, doch sein Plan, den Menschen beizubringen, wie man Drogen selbst anbaut, war wirklich illegal. Wir zeigen euch, wie man preisgekrönte Hanfsorten zieht. Das Zeug ist der Oberhammer. In den Untergrund-Subkulturen kursierten natürlich Legenden. Aber es gab keine wissenschaftlichen Informationen über den Anbau von Cannabis. Deshalb wollten wir den Leuten, die unsere Samen kauften, zeigen, was sie damit anstellen konnten. Das war nur logisch, aber natürlich riskant. Wenn man so etwas versucht, weiß man nicht, wie die Welt reagieren wird. Wahnsinn! Wieder einmal bewegte sich Arian an der Grenze der Illegalität. Den Verkauf der Samen hatte man noch toleriert, aber der Anbau der Pflanzen war fast überall verboten. Und diese Videos sah man als Anstiftung zum Drogenkonsum. Kommt her und raucht das Zeug. Leute zum Drogenkonsum anzustiften, ist verboten. Aber diese Website kam aus dem Ausland. Uns waren die Hände gebunden. Es war für die Länder schwierig, die Leute davon abzuhalten, Drogen für den Eigengebrauch anzubauen. Inzwischen war es kinderleicht, die Gesetze zu umgehen und Cannabis zu züchten.
aber die Suchtgefahr hatte zugenommen. Menschen, die ihr eigenes Cannabis anbauen, wiegen sich in falscher Sicherheit. Sie wissen, dass die Droge nicht mit schädlichen Substanzen verschnitten ist und denken, sie hätten deshalb ein ganz reines Produkt aus eigenem Anbau. Ganz transparent. Dieses Cannabis ist trügerisch. Die Leute, die die Samen kaufen und die Pflanzen selbst ziehen, denken, dass sie so ein Bioprodukt erzeugen. Aber das ist ein Irrtum. Leute, die eigentlich Drogendealer sind, haben die Pflanzen genmanipuliert, um ihren THC-Gehalt und dadurch das Suchtpotenzial zu erhöhen. An diesem Gras ist nichts Bio. Arians Vorgehen war im eigenen Land legal. Doch seine Kunden gingen ein großes Risiko ein. In Frankreich konnte man für den Anbau von Cannabis 20 Jahre ins Gefängnis gehen. Das Zeug riecht stark und ist klebrig. Nur auf unseren Videos konnte man Gesichter sehen, die von Arian und Franco. Auf YouTube sah man nur uns. Die Videos der anderen zeigten keine Cannabis-Plantagen, sondern nur maskierte Typen, die irgendwas Illegales machten. Aber dabei lernte man nicht, wie man Hanf anbaut. Ich hatte damals ein bisschen Angst um Arian und Franco. Ich dachte, sie könnten Probleme kriegen, weil das, was sie taten, nicht ganz legal war. Immerhin zeigten wir den Leuten, wie man Hasch anbaut. Und das konnte einigen Regierungen missfallen. Aber es gab nie Beschwerden. Die Videos wurden immer häufiger angeklickt und führten immer mehr Besucher auf unsere Website. Die lief immer besser. Als Arian merkte, dass er nicht verfolgt wurde und mit seiner Strategie Erfolg hatte, eröffnete er 3 weitere gut designte Webshops. Seine Firma wuchs und wurde finanziell immer erfolgreicher. Es war eine Art Dreieck. Die Greenhouse Coffee Shops, die Greenhouse Seed Company, die Samen vertreibt, und das Internet mit den Promis. Jeder Bereich profitierte von den anderen. Jeder der Coffeeshops machte pro Jahr etwa 3 Millionen Euro Umsatz. Und auch die Internetshops florierten. Nun hatte Arian genug Geld für ein neues Abenteuer, das ihn zu einer noch größeren Legende machen sollte. Er begab sich öffentlich auf die Suche nach den besten Cannabis-Sorten der Welt. Alles begann damit, dass Arian 2007 ins Büro seines PR-Managers Heiko stürmte und ihm von einem neuen verrückten Projekt erzählte. Er sagte, ich habe eine Idee. Lass uns ein Kamerateam mitnehmen. Wenn wir an abgelegene Orte in Indien oder Afrika oder Südamerika fahren. Ich will filmen, wie wir die besten Sorten von Marihuana sammeln. Die Leute sollen sehen, was wir alles tun müssen, um an unsere verschiedenen Samen zu kommen. Wir hatten keine Ahnung, wie man das anstellt. Es war ein großes Abenteuer. Arian und ich sahen uns Crocodile Hunter mit Steve Irving an, möge er in Frieden ruhen, und fanden es toll. Der Typ war so leidenschaftlich. Seine Leidenschaft war größer als seine Angst. Und das inspirierte uns. Wir sagten, er jagt Krokodile, wir jagen Cannabis-Sorten. Wir werden die Strain Hunters. Der Name Strain Hunters war Arians Idee. Eines Tages rief er mich an und sagte, nächste Woche fliegen wir. Zuerst geht es nach Malawi. Aber ich möchte noch ein Logo für die Strain Hunters. Wir brauchen ein Logo für unser Auto und wir brauchen ein Kamerateam. Zeigen wir der Welt, wo wir anfangen. We start from scratch.
Einige Wochen später trafen Arian und Franco den südafrikanischen Führer Simon in Malawi. Dort drehten sie eine Art Dokumentation. Für Arian bedeutete das hervorragende Publicity. Nun galt er auch als großer Abenteurer. Ein cooler Fund. Wir wollten nur eine Doku über einen Tag im Leben von Arian drehen. Wir wollten zeigen, dass er nicht einfach in Amsterdam hinter dem Schreibtisch hockt, sondern sehr viel reist. Wir hätten nie gedacht, dass die Serie so erfolgreich wird. Nach der ersten Folge hatten wir nicht vor, noch weitere zu drehen. Wir hatten doch nur ein kleines Video gemacht. Aber das kam weltweit super an. Wir stellten unser erstes Video Strain Hunters in Malawi online und hatten innerhalb einer Woche 150.000 Zuschauer. Arian präsentierte sich als Geschäftsmann, der mit dem Joint im Mundwinkel Abenteuer erlebte. Er stellte Cannabis als cool und harmlos dar, nicht als echte Droge. Er inszenierte sich als jemand, der ständig konzentriertes Cannabis rauchte und sein Leben trotzdem perfekt im Griff hatte. Das war irreführend. Publicity zeigt immer nur die besten Seiten einer Sache, so wie die Waschmittelwerbung. Es ist das gleiche Prinzip. Danach ging es nach Indien, dann Marokko, Swasiland, Trinidad und sogar nach Kolumbien. Jede neue Folge hatte im Netz mehr Zuschauer als die davor. Bis zu 3,5 Millionen. Auf seinen Trips ging Arian große Risiken ein. Er filmte in Ländern, in denen auf den Anbau und den Konsum von Marihuana bis zu 10 Jahre Gefängnis stehen. Hey. Wann habt ihr die gepflanzt? Arian und sein Team drehten meist mit versteckten Kameras. Zum Beispiel beim Grenzübertritt von Spanien nach Marokko. Das Problem in arabischen Ländern ist, dass sie immer gleich Geld wollen. Man braucht ewig, um durch den Zoll zu kommen. Aber das größte Problem stellten die Interviewpartner dar. Aus Angst vor der Drogenfahndung in ihrem Land bestanden sie darauf, dass ihre Gesichter verfremdet wurden. Die Strain Hunters mussten immer wieder die Behörden belügen. Wir versuchten bei den Drehs immer unauffällig zu bleiben, damit keiner mitbekam, was wir da machten. Das war riskant für Arian und Franco. Es war echt eine verrückte Zeit. Alles, was schief gehen konnte, ging auch schief. Wir wurden an militärischen Checkpoints aufgehalten. Man versuchte, unsere Kamera zu konfiszieren. Oder wir standen vor den Pflanzen und jemand fragte, was für eine Dokumentation drehen Sie eigentlich? Und Arian sagte, eine über Vögel. Und der Typ antwortete, Vögel sind mein Hobby. Welche suchen Sie denn? Und Arian wusste nicht, was er sagen sollte. Arian war das Herz der Strain Hunters. Er hat überall in der Welt Kontakte. Oft konnten wir nur deshalb an die Orte kommen, zu denen wir wollten. Er war auch für die Finanzierung des Drehs zuständig und sorgte dafür, dass wir immer genug Geld hatten. Arian nutzte die zusätzliche Publicity, um seine neue Kollektion zu promoten. Von Baseballkappen und Sweatshirts über Feuerzeuge bis hin zu Arian-Figuren.
Dass diese Filme im Internet kursierten, war sehr gut fürs Geschäft. Heute ist Arjen berühmt. Junge Kiffer sehen in ihm ein Idol, einen Abenteurer, der auf der Suche nach Gras durch den Dschungel streift. Ich glaube, das spricht die jungen Leute an. Er ist der König der PR und inszeniert sich perfekt. Arjen warb nicht nur für sich selbst, sondern auch für eine Substanz, deren Anbau und Konsum in vielen Ländern schwer bestraft wird. Arjen verstand genau, wie wichtig ein gutes Image ist. Er weiß, wie man eine gute Geschichte erzählt und inszeniert sich in verschiedenen Rollen. Er zeigte den Leuten, wie man zu Hause Cannabis anbaut. Arjen, der Gärtner. Dann war er wieder ein Reporter im Land des magischen Cannabis. Er nahm die Leute mit auf Reisen, für die sie in der Realität nicht das Geld, die Kontakte oder den Mut hatten. Das ist alles eine Show, eine gut erzählte Geschichte. Und diese Geschichte hat Arjens internationales Prestige noch erhöht. Doch dieses Prestige hatte er sich durch ein Geschäft verdient, das zwar lukrativ ist, in den meisten Ländern aber als kriminell gilt. Arjen Roskam selbst sieht sich nicht als skrupellosen Geschäftsmann. Er lehnt den Titel König des Marketings ab. Er sieht sich eher als Wohltäter. Alle nennen mich den König des Marketings, aber ich gehe selbst in den Busch und suche dort mein Produkt. Die Leute, die mich den König des Marketings nennen, waren nie selbst im Dschungel. Ich schon. Ich riskiere mein Leben. Ich reise nach Kolumbien, ein sehr gefährliches Land. Ich habe kleine Kinder, aber ich gehe dahin, wo sich die anderen nicht hintrauen. Ich zeige der Welt, dass 200 Millionen Menschen am Äquator vom Marihuana-Anbau leben. Man sollte den Handel regulieren und vielleicht legalisieren. Uns von Greenhouse liegen die bettelarmen Menschen in Afrika, Südamerika und den Philippinen wirklich am Herzen. Was soll aus den Menschen werden, die vom Cannabis-Anbau abhängig sind? Durch eine Mischung aus Provokation, Größenwahn und scharfen Geschäftssinn wurde Arjen Roskam zu einem Mann, der polarisiert. Er hat heute 80 Angestellte in Holland und der ganzen Welt. Die meisten, die wir interviewt haben, halten ihn für einen erfolgreichen Unternehmer, der ein Drogenimperium führt. Er wird in jedem Fall überleben. Er ließ sich seinen Erfolg nie zu Kopf steigen. Er ist vielleicht größenwahnsinnig, aber bei jemandem, der so erfolgreich ist, ist das normal. Er war wahrscheinlich schon immer so, aber er ist auch sehr beständig und eben deshalb so erfolgreich. Immerhin zahlt er Steuern. Welcher Bürgermeister wird sauer auf jemanden, der so viel Steuern zahlt? Er präsentiert sich als integrer Unternehmer. Obwohl er so viel Ärger macht, hat er immer noch dieses Image. Den Holländern ist das recht, weil er so erfolgreich ist. Irgendjemand wird der Bill Gates des Marihuanas werden. Davon träumen sie alle. Aber es kann nur einen geben. Wird das Arjen sein? Vielleicht. Er hat eine Chance. Aber dazu muss er die USA erobern. Mit 50 Jahren hat Arjen Roskam schon sehr viel erreicht. Er ist König einer Substanz, die in 150 Ländern verboten ist. Solange niemand seine halblegalen Geschäfte unterbindet, wird sein Imperium weiter wachsen.
Momentan versucht er, auf dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Mit medizinischem Marihuana. Er scheint nicht aufzuhalten zu sein. Shop. Ich weiß nicht, ob er das beste Gras der Welt hatte oder ob er der König des Cannabis war, aber seine PR war perfekt. Er nutzte schon ganz früh soziale Netzwerke und er hatte bereits eine eigene Website, als das noch etwas Besonderes war. Über das Internet konnte Arian in alle Welt verkaufen. Aber ein Problem blieb. Marihuana war fast überall verboten. Seine Lösung? Er verkaufte nur noch die Samen, nicht mehr das Gras selbst. Auch wenn es überraschen mag, Cannabis-Samen gelten nicht als Drogen. Man darf Cannabis-Samen besitzen. Man darf sie nur nicht einpflanzen. Man kann behaupten, man hätte sie nur aus Holland mitgebracht, weil man Pflanzensamen sammelt. Diese Gesetzeslücke nutzen alle. Keiner muss Angst haben, Cannabis-Samen über das Internet zu bestellen. Die Leute schickten uns Umschläge mit Bargeld und ihren Adressen. Und wir schickten ihnen die Samen. Die sind in fast allen Ländern legal. Unsere einzige Regel war, keine Lieferungen in die USA oder andere Länder, in denen die Samen illegal sind. Wir lieferten nur in Länder, in denen man Samen besitzen darf oder in denen der Besitz zumindest nicht verfolgt wird. Diese Strategie eröffnete endlose Möglichkeiten, denn die Käufer mussten kein großes Risiko eingehen. Wenn der Zoll einen Umschlag mit 10 Samen öffnete, mussten sie nicht jahrelang ins Gefängnis. Und für den Verkäufer bestand auch kein Risiko, denn in seinem Land war er vom Gesetz gedeckt. Geschickterweise deklarierte Arian die Sendungen als Souvenirs. Er machte mit diesem Geschäftszweig große Profite. Für ein Päckchen mit 5 Samen verlangte er 20 Euro. Das war ein weiterer Affront gegen die Franzosen. Doch die konnten nichts gegen diese Praxis unternehmen. Sie war legal. Kommissar Clément Vives, der im Krieg gegen die Drogen eine führende Position einnimmt, muss zugeben, dass er keinerlei Handhabe gegen den Verkauf der Cannabis-Samen hat. Nicht nur in den Niederlanden, auch in den meisten anderen europäischen Ländern wie Deutschland, Spanien und auch Frankreich ist der Kauf, der Besitz und der Transport von Cannabis-Samen nicht strafbar, um lokale Coffeeshops zu beliefern. Man muss es nur offiziell machen. Es erscheint kaum glaubhaft, dass man auf diese Weise ein Imperium versorgen kann. Aber es gibt keinen Gegenbeweis. Maintenant, il y a rien qui prouve le contraire. Während Anbau, Besitz und Verkauf von Cannabis in den meisten Ländern strafbar waren, erlaubten es die niederländischen Gesetze, Arian Roskam davon zu leben. Doch das genügte dem Geschäftsmann nicht. Er wollte mehr. Er plante, auch in Ländern Filialen zu eröffnen, in denen Cannabis illegal ist. Dabei ging er große Risiken ein und verhielt sich sehr provokativ. Im Jahr 2000 lief es für Arian Roskam, den Meister der PR, besser denn je. Er profitierte von einer technologischen Revolution, dem Aufkommen des Internet.
Das Web erfasste immer mehr Lebensbereiche und das machte sich Arian zunutze. Ihm war klar, dass das Internet keine Ländergrenzen kennt und er eröffnete seinen ersten halblegalen Internetshop. Ich weiß nicht, ob er das beste Gras der Welt hatte oder ob er der König des Cannabis war, aber seine PR war perfekt. Er nutzte schon ganz früh soziale Netzwerke und er hatte bereits eine eigene Website, als das noch etwas Besonderes war. Über das Internet konnte Arian in alle Welt verkaufen. Aber ein Problem blieb. Marihuana war fast überall verboten. Seine Lösung? Er verkaufte nur noch die Samen, nicht mehr das Gras selbst. Auch wenn es überraschen mag, Cannabis-Samen gelten nicht als Drogen. Man darf Cannabis-Samen besitzen, man darf sie nur nicht einpflanzen. Man kann behaupten, man hätte sie nur aus Holland mitgebracht, weil man Pflanzensamen sammelt. Diese Gesetzeslücke nutzen alle. Keiner muss Angst haben, Cannabis-Samen über das Internet zu bestellen. Die Leute schickten uns Umschläge mit Bargeld und ihren Adressen. Und wir schickten ihnen die Samen. Diese sind ein Mysterium. Das ist alles streng geheim. Ich weiß alles, aber ich darf nichts verraten. Er ist wie ein gefallener Stern. Er landete in Amsterdam und erleuchtete die Coffeeshop-Szene. Ist doch egal, wo er herkommt. Vielleicht ist er ein Außerirdischer. In Holland wurde Arian Roskam nie von der Polizei behelligt. Doch in fast allen anderen Ländern gilt sein Geschäft als illegal und würde hart bestraft. Wie konnte er also sein Imperium aufbauen? Wie wurde aus einem Unbekannten der König des Cannabis, einer Substanz, die fast überall auf der Welt verboten ist? Wir haben einige seiner Mitarbeiter befragt und Menschen, die seinen kometenhaften Aufstieg miterlebten. Am Ende konnten wir sogar den König des Cannabis selbst interviewen. Dies ist das Porträt eines cleveren Unternehmers, der moderne Marketingmethoden auf den Drogenhandel anwendet. Immer am Rande der Legalität. Als Arian Roskam zum ersten Mal von sich reden machte, war er 25. Über sein Leben vor dieser Zeit ist wenig bekannt. Und genau so will es Arian. Der heute 50-Jährige gibt nur selten Fernsehinterviews. Er spricht ungern über sein umstrittenes Geschäftsmodell oder seine Kindheit. Ich halte mich nicht für mysteriös. Ich bin in Afrika aufgewachsen. Seit ich 7 war, musste ich mich ganz allein durchschlagen. So etwas macht einen härter. Man arbeitet härter, man geht mehr Risiken ein. Später zog ich nach Asien. Ich habe in 12 Ländern gelebt. Über sein Elternhaus und seine Schulzeit konnten wir wenig in Erfahrung bringen. Doch eines ist sicher. In den 80er Jahren kehrte Arian in seine Heimat Holland zurück. Zu dieser Zeit verwandelte sich Amsterdam gerade von einer ruhigen Stadt, berühmt für ihre Kanäle, ihre Radwege und ihre romantische Atmosphäre, in eine weltweite Besonderheit. Im Jahr 2000 lief es für Arian Roskam, den Meister der PR, besser denn je. Er profitierte von einer technologischen Revolution. Dem Aufkommen des Internet.
Das Web erfasste immer mehr Lebensbereiche und das machte sich Arian zunutze. Ihm war klar, dass das Internet keine Ländergrenzen kennt und er eröffnete seinen ersten halblegalen Internetshop. Ich weiß nicht, ob er das beste Gras der Welt hatte oder ob er der König des Cannabis war, aber seine PR war perfekt. Er nutzte schon ganz früh soziale Netzwerke und er hatte bereits eine eigene Website, als das noch etwas Besonderes war. Über das Internet konnte Arian in alle Welt verkaufen. Aber ein Problem blieb. Marihuana war fast überall verboten. Seine Lösung? Er verkaufte nur noch die Samen, nicht mehr das Gras selbst. Auch wenn es überraschen mag, Cannabis-Samen gelten nicht als Drogen. Man darf Cannabis-Samen besitzen, man darf sie nur nicht einpflanzen. Man kann behaupten, man hätte sie nur aus Holland mitgebracht, weil man Pflanzensamen sammelt. Diese Gesetzeslücke nutzen alle. Keiner muss Angst haben, Cannabis-Samen über das Internet zu bestellen. Die Leute schickten uns Umschläge mit Bargeld und ihren Adressen. Und wir schickten ihnen die Samen. Die sind in fast allen Ländern legal. Unsere einzige Regel war, keine Lieferungen in die USA oder andere Länder, in denen die Samen illegal sind. Wir lieferten nur in Länder, in denen man Samen besitzen darf oder in denen der Besitz zumindest nicht verfolgt wird. Diese Strategie eröffnete endlose Möglichkeiten, denn die Käufer mussten kein großes Risiko eingehen. Wenn der Zoll einen Umschlag mit 10 Samen öffnete, mussten sie nicht jahrelang ins Gefängnis. Und für den Verkäufer bestand auch kein Risiko, denn in seinem Land war er vom Gesetz gedeckt. Geschickterweise deklarierte Arian die Sendungen als Souvenirs. Er machte mit diesem Geschäftszweig große Profite. Für ein Päckchen mit 5 Samen verlangte er 20 Euro. Wir waren ziemlich diskret. Die meisten Coffeeshops waren düster mit kleinen Fenstern. Draußen gab es Neonreklamen und drinnen lief Reggae. Sie entsprachen genau dem Klischee. Die meisten Leute denken bei Coffeeshops an finstere, zwielichtige Läden. In dieser Szene versuchte Arian Roskam, sich einen Namen zu machen. Er hatte ein ganz klares Ziel. Er wollte den Haschischmarkt erobern. Haschisch ist das braune Harz der Cannabispflanze. Arian wollte ein neues Produkt einführen. Gras oder Marihuana, das er von seinen Reisen mitgebracht hatte. Um es an den Mann zu bringen, erzählte er eine unglaubliche Geschichte. Ich war noch sehr jung, als ich in den Bergen von Thailand mit dem Rucksack wandern war. Dort lernte ich zum ersten Mal Cannabis kennen. Ein Arzt, der sicher Ende 70 war, heilte Heroinabhängige mit Marihuana. Damals dachte ich, der Typ spinnt. Ich war eben erst 17. Ich blieb eine ganze Woche und sah ihm zu. Zum Abschied gab er mir Samen und sagte, sie würden in der Zukunft Regierungen stürzen. Sie seien sehr mächtig und gut. Mit Hilfe von Botanikern veränderte Arian dieses Marihuana im Labor. Er wollte eine Pflanze mit einem hohen Anteil an THC erschaffen, dem berauschenden Wirkstoff in Cannabis. Der französische Suchtexperte Dr. Dibourg behandelt täglich Cannabiskonsumenten. Er sieht, welchen Schaden die konzentrierten Produkte bei ihnen anrichten. Sie machen stärker süchtig. Die Abhängigkeit von Cannabis ist in erster Linie psychologisch.
Aber wir beobachten, dass Patienten, die regelmäßig Gras rauchen, vor allem konzentriertes Gras, Probleme haben aufzuhören. Sie leiden unter Schlaflosigkeit, sind reizbar und depressiv. Wenn man Cannabis mit hohem THC-Gehalt konsumiert, besteht ein großes Risiko negativer Reaktionen. Menschen, die ohnehin nicht fest im Leben stehen, haben oft schlechte Trips. Viele ziehen sich in sich selbst zurück und sitzen danach nur noch auf dem Sofa vor dem Fernseher. Ich hatte damals ein bisschen Angst um Arian und Franco. Ich dachte, sie könnten Probleme kriegen, weil das, was sie taten, nicht ganz legal war. Immerhin zeigten wir den Leuten, wie man Hasch anbaut. Und das konnte einigen Regierungen missfallen. Aber es gab nie Beschwerden. Die Videos wurden immer häufiger angeklickt und führten immer mehr Besucher auf unsere Website. Die lief immer besser. Als Arian merkte, dass er nicht verfolgt wurde und mit seiner Strategie Erfolg hatte, eröffnete er 3 weitere gut designte Webshops. Seine Firma wuchs und wurde finanziell immer erfolgreicher. Es war eine Art Dreieck. Die Greenhouse Coffee Shops, die Greenhouse Seed Company, die Samen vertreibt, und das Internet mit den Promis. Jeder Bereich profitierte von den anderen. Jeder der Coffee Shops machte pro Jahr etwa 3 Millionen Euro Umsatz. Und auch die Internetshops florierten. Nun hatte Arian genug Geld für ein neues Abenteuer, das ihn zu einer noch größeren Legende machen sollte. Er begab sich öffentlich auf die Suche nach den besten Cannabis-Sorten der Welt. Alles begann damit, dass Arian 2007 ins Büro seines PR-Managers Heiko stürmte und ihm von einem neuen verrückten Projekt erzählte. Er sagte, ich habe eine Idee. Lass uns ein Kamerateam mitnehmen. Wenn wir an abgelegene Orte in Indien oder Afrika oder Südamerika fahren. Ich will filmen, wie wir die besten Sorten von Marihuana sammeln. Die Leute sollen sehen, was wir alles tun müssen, um an unsere verschiedenen Samen zu kommen. Wir hatten keine Ahnung, wie man das anstellt. Es war ein großes Abenteuer. Arian und ich sahen uns Crocodile Hunter mit Steve Irving an, möge er in Frieden ruhen, und fanden es toll. Der Typ war so leidenschaftlich. Seine Leidenschaft war größer als seine Angst. Und das inspirierte uns. Wir sagten, er jagt Krokodile, wir jagen Cannabis-Sorten. Wir werden die Strain Hunters. Der Name Strain Hunters war Arians Idee. Eines Tages rief er mich an und sagte, nächste Woche fliegen wir. Zuerst geht es nach Malawi, aber ich möchte noch... Er stellte Cannabis als cool und harmlos dar, nicht als echte Droge. Er inszenierte sich als jemand, der ständig konzentriertes Cannabis rauchte und sein Leben trotzdem perfekt im Griff hatte. Das war irreführend. Publicity zeigt immer nur die besten Seiten einer Sache, so wie die Waschmittelwerbung. Es ist das gleiche Prinzip. Danach ging es nach Indien, dann Marokko, Swasiland, Trinidad und sogar nach Kolumbien. Jede neue Folge hatte im Netz mehr Zuschauer als die davor. Bis zu 3,5 Millionen. Auf seinen Trips ging Arian große Risiken ein. Er filmte in Ländern, in denen auf den Anbau und den Konsum von Marihuana bis zu 10 Jahre Gefängnis stehen. Ich
Wann habt ihr die gepflanzt? Arian und sein Team drehten meist mit versteckten Kameras. Zum Beispiel beim Grenzübertritt von Spanien nach Marokko. Das Problem in arabischen Ländern ist, dass sie immer gleich Geld wollen. Man braucht ewig, um durch den Zoll zu kommen. Aber das größte Problem stellten die Interviewpartner dar. Aus Angst vor der Drogenfahndung in ihrem Land bestanden sie darauf, dass ihre Gesichter verfremdet wurden. Die Strain Hunters mussten immer wieder die Behörden belügen. Wir versuchten bei den Drehs immer unauffällig zu bleiben, damit keiner mitbekam, was wir da machten. Das war riskant für Arian und Franco. Es war echt eine verrückte Zeit. Alles, was schief gehen konnte, ging auch schief. Wir wurden an militärischen Checkpoints aufgehalten. Man versuchte, unsere Kamera zu konfiszieren. Oder wir standen vor den Pflanzen und jemand fragte, was für eine Dokumentation drehen Sie eigentlich? Und Arian sagte, eine über Vögel. Und der Typ antwortete, Vögel sind mein Hobby. Welche suchen Sie denn? Und Arian wusste nicht, was er sagen sollte. Arian war das Herz der Strain Hunters. Er hat überall in der Welt Kontakte. Oft konnten wir nur deshalb an die Orte kommen, zu denen wir wollten. Er war auch für die Finanzierung. Vielleicht ist er ein Außerirdischer. In Holland wurde Arian Roskam nie von der Polizei behelligt. Doch in fast allen anderen Ländern gilt sein Geschäft als illegal und würde hart bestraft. Wie konnte er also sein Imperium aufbauen? Wie wurde aus einem Unbekannten der König des Cannabis? Einer Substanz, die fast überall auf der Welt verboten ist. Wir haben einige seiner Mitarbeiter befragt und Menschen, die seinen kometenhaften Aufstieg miterlebten. Am Ende konnten wir sogar den König des Cannabis selbst interviewen. Dies ist das Porträt eines cleveren Unternehmers, der moderne Marketingmethoden auf den Drogenhandel anwendet. Immer am Rande der Legalität. Als Arian Roskam zum ersten Mal von sich reden machte, war er 25. Über sein Leben vor dieser Zeit ist wenig bekannt. Und genau so will es Arian. Der heute 50-Jährige gibt nur selten Fernsehinterviews. Er spricht ungern über sein umstrittenes Geschäftsmodell oder seine Kindheit. Ich halte mich nicht für mysteriös. Ich bin in Afrika aufgewachsen. Seit ich 7 war, musste ich mich ganz allein durchschlagen. So etwas macht einen härter. Man arbeitet härter, man geht mehr Risiken ein. Später zog ich nach Asien. Ich habe in 12 Ländern gelebt. Über sein Elternhaus und seine Schulzeit konnten wir wenig in Erfahrung bringen. Doch eines ist sicher. In den 80er Jahren kehrte Arian in seine Heimat Holland zurück. Zu dieser Zeit verwandelte sich Amsterdam gerade von einer ruhigen Stadt, berühmt für ihre Kanäle, ihre Radwege und ihre romantische Atmosphäre, in eine weltweite Besonderheit. In bestimmten Stadtvierteln öffneten eigenartige Läden, sogenannte Coffeeshops, die Drogen wie Haschisch oder Magic Mushrooms verkauften. Ländern ist, dass sie immer gleich Geld wollen. Man braucht ewig, um durch den Zoll zu kommen.
Aber das größte Problem stellten die Interviewpartner dar. Aus Angst vor der Drogenfahndung in ihrem Land bestanden sie darauf, dass ihre Gesichter verfremdet wurden. Die Strain Hunters mussten immer wieder die Behörden belügen. Wir versuchten bei den Drehs immer unauffällig zu bleiben, damit keiner mitbekam, was wir da machten. Das war riskant für Arian und Franco. Es war echt eine verrückte Zeit. Alles, was schief gehen konnte, ging auch schief. Wir wurden an militärischen Checkpoints aufgehalten. Man versuchte, unsere Kamera zu konfiszieren. Oder wir standen vor den Pflanzen und jemand fragte, was für eine Dokumentation drehen Sie eigentlich? Und Arian sagte, eine über Vögel. Und der Typ antwortete, Vögel sind mein Hobby. Welche suchen Sie denn? Und Arian wusste nicht, was er sagen sollte. Arian war das Herz der Strain Hunters. Er hat überall in der Welt Kontakte. Oft konnten wir nur deshalb an die Orte kommen, zu denen wir wollten. Er war auch für die Finanzierung des Drehs zuständig und sorgte dafür, dass wir immer genug Geld hatten. Arian nutzte die zusätzliche Publicity, um seine neue Kollektion zu promoten. Von Baseballkappen und Sweatshirts über Feuerzeuge bis hin zu Arian-Figuren. Dass diese Filme im Internet kursierten, war sehr gut fürs Geschäft. Heute ist Arian berühmt. Junge Kiffer sehen in ihm ein Idol, einen Abenteurer, der auf der Suche nach Gras durch den Dschungel streift. Ich glaube, das spricht die jungen Leute an. Er ist der König der PR und inszeniert sich perfekt. Arian warb nicht nur für sich selbst, sondern auch für eine Substanz, deren Anbau und Konsum in vielen Ländern schwer bestraft wird. Arian verstand genau, wie wichtig ein gutes Image ist. Er weiß, wie man eine gute Geschichte erzählt und inszeniert sich in verschiedenen Rollen. Er zeigte den Leuten, wie man zu Hause Cannabis anbaut. Arian, der Gärtner. Bergen von Thailand mit dem Rucksack wandern war. Dort lernte ich zum ersten Mal Cannabis kennen. Ein Arzt, der sicher Ende 70 war, heilte Heroinabhängige mit Marihuana. Damals dachte ich, der Typ spinnt. Ich war eben erst 17. Ich blieb eine ganze Woche und sah ihm zu. Zum Abschied gab er mir Samen und sagte, sie würden in der Zukunft Regierungen stürzen. Sie seien sehr mächtig und gut. Mit Hilfe von Botanikern veränderte Arian dieses Marihuana im Labor. Er wollte eine Pflanze mit einem hohen Anteil an THC erschaffen, dem berauschenden Wirkstoff in Cannabis. Der französische Suchtexperte Dr. Dibourg behandelt täglich Cannabiskonsumenten. Er sieht, welchen Schaden die konzentrierten Produkte bei ihnen anrichten. Sie machen stärker süchtig. Die Abhängigkeit von Cannabis ist in erster Linie psychologisch. Aber wir beobachten, dass Patienten, die regelmäßig Gras rauchen, vor allem konzentriertes Gras, Probleme haben aufzuhören. Sie leiden unter Schlaflosigkeit, sind reizbar und depressiv. Wenn man Cannabis mit hohem THC-Gehalt konsumiert, besteht ein großes Risiko negativer Reaktionen. Menschen, die ohnehin nicht fest im Leben stehen, haben oft schlechte Trips. Viele ziehen sich in sich selbst zurück und sitzen danach nur noch auf dem Sofa vor dem Fernseher. Davon ließ sich Arian Roskam nicht abhalten. Er bot seinen Super-Marihuana verschiedenen Coffeeshops an. Doch zu seiner Überraschung war niemand interessiert.
Die Händler waren nicht überzeugt von dem Marihuana. Sie sagten, wir können es ja mal versuchen, aber begeistert waren sie nicht gerade. Nach ein, zwei Monaten gaben sie mir meine Ware zurück und sagten, hier in Holland stehen die Leute eben auf Hasch, nicht auf Marihuana. Trotz dieser großen Enttäuschung gab der junge Mann nicht auf. Da die Händler nicht interessiert waren, entschloss er sich, sein Gras selbst zu verkaufen. In seinen eigenen Coffeeshops. Allerdings hatte er nicht viel Geld. Deshalb eröffnete er seinen ersten Coffeeshop 1992 in einem Arbeiterviertel, hier in der Tolstraat. Er hatte ein ganz neues Konzept, das ziemlich verwegen war. Er zeigte ganz offen, Frankreich, jedes Jahr 15.000 Menschen sterben nicht. Arjen Roskam ist kein größenwahnsinniger, exzentrischer Kiffer. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich ein einzigartiges Imperium aufgebaut hat. Seit seinem 30. Geburtstag ist er als König des Cannabis bekannt. Diesen Spitznamen haben ihm einige Promis gegeben. Respekt to the Max. Mörderrespekt. Keine Frage, dieser Typ ist echt der König des Cannabis. Heute führt Arjen Roskam eine Kette von Coffeeshops in Holland und ist zu einem Idol von Marihuana-Liebhabern geworden. Bei seinen Auftritten wird er umjubelt und seine Produkte wurden vielfach ausgezeichnet. Ich danke meinem Manager und meinem Team. Er wollte immer die Nummer eins sein. Er träumte von einer olympischen Goldmedaille. Als sich das zerschlug, wollte er der Superstar des Marihuanas werden. Er will der erste Marihuana-Millionär oder Milliardär werden. Doch über sein Vermögen und seine Person weiß man wenig. Sie bleiben ein Mysterium. Das ist alles streng geheim. Ich weiß alles, aber ich darf nichts verraten. Er ist wie ein gefallener Stern. Er landete in Amsterdam und erleuchtete die Coffeeshop-Szene. Ist doch egal, wo er herkommt. Vielleicht ist er ein Außerirdischer. In Holland wurde Arjen Roskam nie von der Polizei behelligt. Doch in fast allen anderen Ländern gilt sein Geschäft als illegal und würde hart bestraft. Wie konnte er also sein Imperium aufbauen? Wie wurde aus einem Unbekannten der König des Cannabis? Einer Substanz, die fast überall auf der Welt verboten ist. Wir haben einige seiner Mitarbeiter befragt und Menschen, die seinen kometenhaften Aufstieg miterlebten. Am Ende konnten wir sogar den König des Cannabis selbst interviewen. Dies ist das Porträt eines cleveren Unternehmers, der moderne Marketingmethoden auf den Drogenhandel anwendet. Immer am Rande der Legalität. Er durfte nichts importieren und nicht mehr als 500 Gramm vorrätig haben. Wenn Arjen erfolgreich sein wollte, musste er diese Regeln umgehen. Das tägliche Geschäft in den Coffeeshops zu organisieren, ist schwierig. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Es war bescheuert. Arjen wusste, dass die Behörden blufften. Er konnte seine Position nicht nur halten, er konnte seine Firma sogar vergrößern. Je nach Zeit und Ort sind die Probleme mal größer, mal kleiner. Aber es ist immer schwierig. Fast nirgendwo auf der Welt darf man Cannabis legal anbauen. Es ist also nicht leicht, unser Geschäft am Laufen zu halten. Die größte Schwierigkeit bestand darin, die Ware zu beschaffen. In den Niederlanden darf eine Person maximal 5 Cannabispflanzen besitzen. Aber Arjen fand eine Lösung für dieses Problem.
Er heuerte 150 Kleinproduzenten an, unter ihnen zahlreiche Bauern und Studenten. Viele Studenten quetschten sich zu viert in ein Zimmer und nutzten den Rest der Wohnung zum Hanfanbau. So finanzierten sie ihr Studium. Es heißt, Arian wurde nie von der Polizei verhaftet und hätte nie gegen das Gesetz verstoßen. Doch konnten diese Kleinproduzenten wirklich genug für seine Coffeeshops liefern? Woher bezog er sein Gras wirklich? Das lässt sich nicht nachweisen, doch eines ist sicher. Er heuerte einige Botaniker an, um die Cannabiszucht genauer zu erforschen. Wer seine Lieferanten waren, ist bis heute ein Geheimnis. Doch es gibt Spekulationen. Leute, die wie Arian unter diesen Marktbedingungen erfolgreich sind, wissen, wie man Schlupflöcher im Gesetz nutzt. In anderen Worten, sie haben eine offizielle Version über das, was sie tun. Aber eigentlich bewegen sie sich am Rande der Legalität. Wir haben zwar einen Verdacht, aber wir können nicht beweisen, dass Arian gegen das Gesetz verstoßen hat. In Holland darf man zu Hause ein paar Cannabispflanzen züchten, um lokale Coffeeshops zu beliefern. Man muss es nur offiziell machen. Es erscheint kaum glaubhaft, dass man auf diese Weise ein Imperium versorgen kann. Aber es gibt keinen Gegenbeweis. Während Anbau, Besitz und Verkauf von Cannabis in den meisten Ländern strafbar waren, erlaubten es die Niederländer,